Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten FC Köln-Karriere hier in FIFA 22. Und ich dachte mir, warum soll ich eigentlich irgendeinen random Trainer erstellen, wenn ich auch einfach Lukas Podolski als Trainer nehmen kann? Ich habe richtig Bock auf diese Karriere und wenn ihr auch Bock auf die Karriere habt und die Idee mit Podolski als Trainer feiert, dann lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Über beides würde ich mich auf jeden Fall richtig freuen und ich würde sagen, wir starten jetzt rein in die Karriere. Das ist also die Mannschaft, mit der wir hier reinstarten und ich würde sagen, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Also gut, in der Verteidigung müssen wir vielleicht auf der einen oder anderen Position nochmal nachlegen, vor allem in der Innenverteidigung bin ich mit 72er Rating nicht so zufrieden. Ansonsten richtig schade, dass Modest hier nur eine 72 hat. Ich bin mir sicher, in den nächsten Wochen bekommt er in FIFA auch irgendein Upgrade. Schade, ist jetzt leider noch nicht der Fall, deswegen wird er in der Karriere wahrscheinlich eher uninteressant sein. Aber insgesamt auf jeden Fall eine gute Mannschaft, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Spieler auf die Transfer- bzw. vor allem auf die Leihliste gesetzt. Zum einen Luis Schaub, wir haben schon genug Zehner mit Duda und Ud. Und zum anderen Rafael Chicos, auch den möchte ich gerne abgeben. Und auf die Leihliste habe ich dann noch Lemperle, Cestic und Obus gesetzt. Mit Nils Meier haben wir dann auch direkt ja einen halbwegs ordentlichen Scout. 4 und 2 Sterne ist sicherlich nicht überragend, aber damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Wir schicken ihn direkt los. Für 3 Monate geht er nach Deutschland und sucht nach Spielern mit einer starken Physis. Da ich in FIFA ein richtig großer Fan von der Jugendakademie bin, habe ich noch 2 weitere Scouts verpflichtet. Allerdings sind das jetzt auch nicht die allerbesten Scouts. Wir haben nicht so viel Geld und ich will jetzt nicht alles in die Jugendakademie stecken. Schließlich müssen wir auch noch ein paar neue Spieler verpflichten. Deswegen hat es erstmal nur für die beiden hier gereicht. Einer von denen geht nach Belgien und der andere nach Brasilien. Ich habe mal einen Blick in unsere Jugendakademie geworfen und festgestellt, dass wir mit Milat Kovacevic ein richtig starkes Talent haben. 80 bis 94 Potenzial, auf den werde ich auf jeden Fall setzen. Bei den anderen beiden kann man noch nicht so wirklich sagen, ob sie ein gutes oder ein schlechtes Potenzial haben, aber Kovacevic ist richtig, richtig stark. Und so schnell kann es gehen, wir sind in unseren ersten Transferverhandlungen mit Lukas Podolski und wir verhandeln tatsächlich über eine Leihe von Lukas Nmecha. Ja, der U21-Europameister wird für ein Jahr vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Gehaltsaufteilung 50-50, fairer Deal, Podolski ist happy, wir sind happy, denn wir haben einen richtig guten Stürmer für diese Saison. 74er Rating und ich bin vor allem richtig überrascht, dass die Leihe durchgegangen ist. Normalerweise lehnen die Spieler das ja eigentlich immer ab, hier hat es geklappt. Richtig geil auf jeden Fall, wir haben also einen neuen Stürmer. Und jetzt darf Lukas Podolski auch seinen ersten Spieler verkaufen. Rafael Chicos wechselt für 1,6 Millionen nach Frankreich zu Stade Rennes. Ralf Hasenhüttl spaziert in das Büro von Lukas Podolski, denn er möchte einen Spieler vom 1. FC Köln verpflichten und zwar handelt es sich um Luis Schaub, den wollen wir ebenfalls genauso wie Rafael Chicos abgeben und wir einigen uns bei einem Preis von 4,25 Millionen Euro und haben damit unseren zweiten Spielerverkauf. Und auch die Spieler, die wir auf der Leihliste hatten, bekommen wir alle verliehen. Cestic verleihen wir für 2 Jahre zu Beşiktaş Istanbul, Obus für ein Jahr nach Nimjegen und Tim Lemperle wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zu Real Oviedo nach Spanien. Wir haben einen neuen Innenverteidiger. Kevin Vogt kommt für 6 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim und das Beste ist, sein Marktwert liegt bei 6,5 Millionen. Das heißt, wir haben hier einen richtig guten Deal gemacht und haben jetzt einen 76er Innenverteidiger und das ist auf jeden Fall ein richtiges Upgrade. Aber wir sind noch lange nicht durch mit unseren Transfers. Der nächste Neuzugang kommt. Hector Villalba ist sein Name und der war auch mal ein richtig gutes Talent im Karrieremodus. Hat es aber im Real Life leider nie so wirklich geschafft. Wir zahlen 4,2 Millionen. Er hat ein 74er Rating, ein Marktwert von 5 Millionen, ist 26 Jahre alt. Und ich würde sagen, für den FC Köln ist das auf jeden Fall ein richtig guter Neuzugang. Und vom einen gescheiterten Talent geht es hier direkt zum nächsten. Wir verpflichten auch noch Charlie Musonda vom FC Chelsea. Der Typ war ja auch mal so gehypt, als der bei Betis Sevilla war. Ja, hat es dann leider nicht geschafft, sich irgendwo durchzusetzen. Jetzt ist er schon 24 Jahre, hat nur ein 72er Rating und ist unser Neuzugang Nummer 4. Kurzes Update aus der Jugendmannschaft. Wir haben unser Top-Talent Milat Kovacevic vom Sechser zum Stürmer umtrainiert und sein Rating ist um 3 Punkte nach oben gegangen. Und wenn der Typ 16 ist, dann müssen wir den auf jeden Fall hochholen, damit wir ihn irgendwie noch ausleihen können, weil ich habe keinen Bock, dass der sein Potenzial verliert. Und dann gibt es auch noch Zuwachs für die Jugendmannschaft, denn unser Scout hat den Kollegen hier gefunden. Felix Meier, Rating sieht jetzt wirklich nicht gut aus, Marktwert auch nicht. Aber Potenzial könnte eigentlich ganz gut sein und deswegen nehme ich den einfach mal mit. Wir haben ja noch ordentlich Platz in der Jugendmannschaft und vielleicht wird aus ihm ja ein richtig, richtig guter Spieler.
9 Jahre ist es her, dass Lukas Podolski den ersten FC Köln verlassen hat. Jetzt ist er zurück und die Fans hoffen natürlich, dass mit Podolski auch der Erfolg und der Glanz alter Tage zum FC zurückkehrt. Zum Saisonauftakt geht es gegen die Hertha aus Berlin und mit Vogt, Will Alba und Metscher geben gleich 3 Neuzugänge ihr Debüt für den ersten FC Köln. Die erste Chance der Partie hat dann aber erstmal die Hertha, das ist Christoph Piontek und der findet Marco Richter. 1:0 für Berlin, kein guter Start für Podolski. Der FC tut sich richtig schwer, hier gefährlich zu werden. Wir sind bereits in der 42. Minute und das hier tatsächlich die beste Gelegenheit der Kölner im ersten Durchgang. Und auch im zweiten Durchgang tut sich der FC weiter schwer, stattdessen die Hertha mit Cafaro und Darida. 2:0 für Berlin. Ja, es sieht danach aus, als würde der FC sein Auftaktspiel hier verlieren. Aber aufgeben will man noch lange nicht. Will Alba hat das Auge für Metscher. Der Ball geht aber leider knapp über das Tor. Es bleibt beim 0:2. Und dann in der 79. Minute ist es Stefan Jovetic, der das 3:0 für die Hertha erzielt. Und damit ist das Ding hier wahrscheinlich durch. Metscher gelingt zwar noch der Anschlusstreffer in der 83. Minute, aber danach ist dann auch Schluss. Lukas Podolski und der erste FC Köln verlieren also zum Auftakt in die neue Saison mit 1:3 gegen Hertha BSC Berlin. Zweiter Spieltag für die Kölner und es geht auswärts beim Rekordmeister, beim FC Bayern München ran. Eine richtig undankbare Aufgabe. Das erste Spiel verloren und jetzt am zweiten Spieltag gegen die Bayern. Es wird eine richtig schwere Partie, aber die Kölner hoffen natürlich, hier was Zählbares mitnehmen zu können. Aber die Münchner machen hier von Beginn an richtig Druck. Das ist Lewandowski und der hat das Auge für Coman. Aber eine starke Parade von Timo Horn. Die anschließende Ecke bringt Kimmich, dann Thomas Müller, weiter auf Leroy Sané. 1:0 für den FC Bayern, 17 Minuten gespielt. Die Kölner lassen sich davon aber erstmal nicht unterkriegen und spielen mutig nach vorne. Das ist Katterbach und der hat das Auge für Metscher an die Latte. Riesenchance für den FC. 5 Minuten vor der Halbzeitpause dann aber nochmal die Münchner mit Kingsley Coman. Der setzt sich da viel zu einfach durch. Immer noch Coman und dann ist es Thomas Müller. 2:0 für Bayern München kurz vor der Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang passiert dann eigentlich fast gar nichts mehr. Wir sind bereits in der 80. Minute, Sané mit einem Freistoß und dann ist Müller zur Stelle. 3:0 für den FC Bayern München. Und das ist dann auch der Endstand. Der erste FC Köln verliert also auch das zweite Spiel in dieser Saison. Aber wenn man ehrlich ist, gegen den FC Bayern muss man als FC Köln auch nicht gewinnen. Trotzdem natürlich kein guter Start für Köln. Nachdem man die ersten beiden Spiele verloren hat, möchte man natürlich den Fehlstart unbedingt abwenden. Gegen den VfL Bochum soll es im nächsten Heimspiel dann endlich zum ersten Dreier reichen. Lukas Podolski hat hierfür auch ordentlich reagiert. Gleich 5 neue in der Startformation. Horn, Özcan, Musonda, Uhd und auch Anderson neu in der Startelf. Und das zeigt auch erstmal Wirkung. Die Kölner starten gut rein. Marc Uhd mit der ersten Chance in der 17. Minute. Da hat nicht allzu viel gefehlt. Kurz vor der Halbzeitpause dann mal der VfL Bochum mit Retschpitschei. Der versucht's mal aus der Distanz, kein schlechter Versuch. Aber der Ball geht knapp am Tor vorbei und so geht's hier mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Zweiter Durchgang und Lukas Podolski hat scheinbar richtig gute Worte in der Kabine gefunden. Keins auf Marc Uhd und der mit dem 1:0 für den FC Köln. Die erste Führung in dieser Saison, das Rhein-Energie-Stadion bebt, Köln führt. Und ich bin mir sicher, die ersten Fans träumen jetzt schon wieder von Europa. Noch ist hier aber gar nichts gewonnen. Der VfL nur wenige Minuten nach dem Treffer für die Kölner mit Asano und dann Zoller mit der Chance. Aber Timo Horn ist zur Stelle. Insgesamt ist der FC hier aber die bessere Mannschaft. Özcan auf Musonda und der mit der Flanke auf Florian Kainz. Pfosten, Riesenchance und dann in der 78. Minute Kainz mit der Flanke auf Metscher. Aber auch der Ball geht knapp neben das Tor. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn danach ist Schluss. Der erste FC Köln holt den ersten Dreier in dieser Saison. Und Lukas Podolski gewinnt auch sein erstes Spiel als Trainer. Der Fehlstart ist damit erstmal abgewendet. 3 Spieltage sind jetzt also absolviert und wir liegen mit 3 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Sicherlich kein guter Start, aber auch kein Fehlstart. Ich meine, wir hatten noch ein Spiel gegen den FC Bayern, also mit der Punkteausbeute kann man erstmal zufrieden sein. Aber das muss in den nächsten Wochen auf jeden Fall besser werden, denn Teams wie Leverkusen oder Wolfsburg werden sicherlich nicht allzu lange hinter uns bleiben.
Und dann müssen wir schon schauen, dass wir hier nicht in den Abstiegskampf reinrutschen. Das Transferfenster ist zu und ich habe keine weiteren Spieler geholt. Ich bin ehrlich gesagt zufrieden mit der Mannschaft und außerdem hatten wir auch gar nicht mehr so viel Geld. Es bleibt also bei 3 Neuzugängen und Lukas Metscher, den wir per Laie geholt haben. Es gibt dann aber nochmal Neuigkeiten aus der Scouting-Abteilung, denn wir haben mit Moritz Schäfer tatsächlich ein halbwegs ordentlich aussehendes Talent gefunden. 625.000 Euro Marktwert, dazu ein ordentliches Potenzial, den müssen wir auf jeden Fall verpflichten. Das gleiche gilt natürlich auch für Konstantin Arnold, der hat sogar einen Marktwert von 950.000. Dazu ein Potenzial von 78 bis 94. Es scheint so, als hätten wir unser erstes richtig krasses Talent gefunden. Schauen wir uns die beiden noch in der Jugendakademie an und Schäfer hat ein Rating von 57, also eigentlich schon richtig ordentlich. Arnold sogar noch besser unterwegs mit einer 60er Gesamtstärke, beide sind Rechtsverteidiger, deshalb möchte ich Arnold zum zentralen Mittelfeldspieler umtrainieren und beide kommen auch direkt in die Profimannschaft, damit wir sie verleihen können und sie ihr Potenzial nicht verlieren. Das gleiche machen wir übrigens auch mit Felix Meier, weil dem sein Potenzial scheint auch richtig stark zu sein. 78 bis 94, der könnte sich auf jeden Fall auch noch richtig krass entwickeln. Und schaut mal hier, Konstantin Arnold ist sogar ein aufregender Mann für die Zukunft. Das heißt, er hat ein Potenzial von, glaube ich, mindestens 86. Das heißt, wir haben hier wirklich ein richtig, richtig gutes Talent am Start und ich bin sowas von gespannt zu sehen, wo bei ihm die Reise noch hingeht. Und dann sind wir auch schon am Ende der ersten Folge hier angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da lassen. Darüber würde ich mich auf jeden Fall richtig, richtig freuen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr den auch gerne abonnieren, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao!